Und schließlich geht es noch um den österreichischen Cup und Supercup. Da werden wir erstens darüber berichten und zweitens das Halbfinale und das Finale live übertragen und auch das Supercup-Finale, also Meister gegen Cupsieger, live übertragen. Letztlich ein dritter Punkt, es ist uns auch gelungen, die Heimspiele unserer Europacup-Teilnehmer zu erwerben für die nächsten zwei Saisonen, also Rapid und alle anderen, die in den nächsten Jahren in den Bewerben stehen werden, die wird man live auf dem ORF, in den Programmen des ORF sehen können. Wie wird nun der Standard aussehen, rein technisch gesehen? Wir werden den Produktionsstandard verbessern, wir werden in Hinkunft im Minimum mit 4 Kameras und 2 Zeitlupenkameras übertragen, sodass der Konsument am Bildschirm eine noch bessere Qualität sehen wird. Wir freuen uns natürlich, dass wir weiter für Sie Fußball berichten dürfen und wie uns der Generalintendant heute noch gesagt hat, weil bei uns in der Redaktion auch der Preis hat sich in vernünftigen Grenzen gehalten. So, jetzt kommen wir aber zu unserer Bildberichterstattung. Wir zeigen Ihnen zuerst das Spiel des 6.